Es ist sehr schwierig, genauso stolz auf die Entwicklungsschritte von Teenagern zu sein. Ja? Oh, guck mal, er ist zum ersten Mal besoffen. Oh, er hat sein erstes Mädchen geschwäckert. Oh, wie süß. Sein erstes Piercing. Ein Ring mitten in seiner Nase. Natürlich, das stimmt, dass wir von Affen abstammen. Ja, meine, das kennt jeder Idiot. Ich meine, was machen wir, wenn wir uns in eine heiße Badewanne setzen? Seitdem wir ein Kleinkind haben, redet meine Frau die meisten Zeit nicht direkt mit mir, sondern über das Kind. Vielleicht haben andere Väter heute Abend das gleiche Phänomen bemerkt. Es geht den ganzen Tag so, ja? Nein. Der Papi geht heute nicht zum Fußball. Nein, der Papi geht mit der in den Park Enten füttern. Ja, er wird die doofe Zeitung hinlegen, seinen fetten Arsch vom Sofa heben und mit der in den Park gehen. Eine ledige Frau kommt nach Hause, guckt, was im Kühlschrank gibt, und geht ins Bett. Eine Ehefrau kommt nach Hause, guckt, was es ins Bett gibt. Ich muss das nicht zu Ende erzählen, oder? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis zum Moment der Versuchung. Auf der einen Schulter sitzt dein Teufel und flüstert in dein Ohr: Komm schon, sie sieht schon geil aus. Komm, Junge, tu es. Aber auf der anderen Schulter sitzt dein Engel. Komm schon. Sie sieht schon geil aus. Komm, Junge, tu es. Hey, Moment. Du bist kein Engel. Nein, dein Engel vögelt gerade deine Frau. Hey. Schwing, schwing. Aber da komme ich. Aber ich habe mir nicht. Kannst du euch kommen? Aber da komme ich.